Servus und herzlich willkommen, liebe Freunde. Ja, ihr seht's schon, wir sind hier noch in unserer Ernte, müssen natürlich parallel gucken, dass wir das Stroh aufnehmen. Deswegen werden wir hier gucken, wo haben wir unseren Herrn Dr. Deutz? Da ist er ja. Genau den brauchen wir. So, gehen auf die Fahrstufe 2, machen mal ein bisschen Licht an, weil es wird ja dann doch langsam dunkel. Und werden hier mal weiter unser Stroh aufnehmen. Das erste konnten wir ja schon verkaufen. Weil ich habe ja auch gesagt, wir werden hier die ersten Fuhren hier unten verkaufen an Stroh. Und schauen ja, dass wir dann von oben das Stroh für die Kühe benutzen. So, hier haben wir ja diese Pendelreihe vom letzten Mal, wo einfach der Anhänger voll war, der Ladewagen. Aber auch das ist ja kein Problem. Denn das können wir ja einfach hier im halben Zickzack-Verfahren dementsprechend auffüllen. So, und auch das bringt uns natürlich wieder ein bisschen Geld. Und das bringt uns auch ein bisschen näher zu unserem nächsten Ziel. So, jetzt sehe ich gerade hinten vor der Sämaschine, haben wir ja überhaupt keinen Traktor mehr stehen. Das heißt, gut, da können wir natürlich eigentlich den Deutz nehmen. Das Problem ist aber, wir müssen ja das Stroh weiter einsammeln. Also bräuchten wir eigentlich jetzt noch einen Traktor, um halt, ja, sozusagen effizient nachzusehen und schnell zu arbeiten. Da müssen wir dann mal gleich gucken, wie wir das am besten anstellen. Weil ich glaube, der kleine Same, der wird für die große Kondor wahrscheinlich nicht so richtig funktionieren. So, okay, der Deutz Mähdrescher ist fertig. Das heißt, das Feld da unten ist auch durch. Dann bleiben wir gerade mal stehen. Wo ist er? Da ist er. Weil den Kollegen müssen wir natürlich jetzt erstmal hochfahren zum nächsten Feld und müssen da dann so, fahren wir jetzt da, das, nee, jetzt fahre ich das ganze Feld wieder hinter, um dann wieder vorzufahren. Nee, also fahren wir nochmal einmal im Ringelpiez, ist doch schön sowas. So, machen wir die schicken LEDs an, die da oben als Blinkleuchten sind. Ja, werden den da oben in Position bringen und natürlich dann gucken, dass es da weitergeht. Zum Glück fährt er nicht 20, sondern 25. Also, oh, ich bin ja immer noch dankbar dafür, dass wir doch den Großen gleich genommen haben, den ganz Großen. Auch wegen der Schnittbreite und dem größeren Korntank. So, und wenn wir den oben platziert haben, werden wir natürlich gleich unseren Anhänger hinten dran bringen. Denn ich gehe mal von aus, bis der Anhänger dann oben ist, wird dann der Mähdrescher auch schon fast voll sein. Und ja, dann geht's mit dem Stroh unten weiter. Und dann ist natürlich jetzt wieder die Sache mit unserer Effektivität. Das Blöde ist jetzt halt, wir haben da unten nicht noch einen Trecker zur Verfügung, mit dem wir dann einfach schon mal wieder ansehen könnten. Aber ich kann natürlich jetzt auch nicht so zwingend dann warten, bis hier oben das Feld fertig ist, weil da verlieren wir doch viel Zeit. Wir gucken gleich mal, wenn hier der Mähdrescher läuft, wie es denn aussieht mit unseren Finanzen. Aber ich glaube, die haben wir so ziemlich, können wir gerade gucken, ja, 125.000, die haben wir ziemlich ausgeschöpft. Also da müssen wir vielleicht doch nochmal in das saure Brot beißen. Ne, heißt ja eigentlich den sauren Apfel, glaube ich. So, und gleich den Helfer einstellen. So, und irgendwo hatten wir da genau unseren, ja, großen Anhänger. Den bringen wir auch gleich nach oben. Das geht ja zum Glück ein bisschen schneller. Und der Mähdrescher kommt ja auch jetzt in unsere Richtung, Richtung Feldmitte. Das klappt ja dann auch ganz gut. So, also einmal Rechtsschwenk. Und dann ab zu unserem Mähdrescher. Da hinten kommt er angefahren, ihr seht's. Sind wir also ziemlich gut in der Richtung. Nochmal eine schöne Kurve, tanken den gleich noch ein bisschen ab, dass wir ein bisschen Luft haben zeitlich. So. Fahren wir mal ganz gediegen dann eben dran. So. Ja, ich habe übrigens auch einen Kommentar bekommen, der mir da sagt, hör schon mal zu, Junge, wäre doch eigentlich ganz nett, wenn du dann auch mal ans Feld 7 denkst, weil da kommt natürlich verdammt viel rein. Das ist richtig, das werde ich auch natürlich später machen. Aber jetzt im Moment steht ja erstmal hier doch die Modernisierung und ja, das Effizienz verbesserndes System ist, um es mal ganz geschwollen auszudrücken, im Vordergrund auf Deutsch. Wir müssen gucken, dass wir das alles ein bisschen einfacher gestalten, dass wir nicht so viel Zeit verlieren. Wäre, glaube ich, jetzt mal so die einfachste Definition. So, der Ursus da oben ist auch okay. So, das passt so. Und hier wollen wir jetzt mit unserem Ladewagen weiter hantieren.
Jetzt muss ich nur gerade gucken, wo sind wir? Da sind wir. Das heißt, wir müssen jetzt hier zur sozusagen fast letzten Bahn. So, schon mal Licht wieder anmachen. So. Also einmal runter, dann den Rest hoch und dann können wir da schon ans nächste Feld gehen. So, und jetzt geht das los, wo ich sage, eigentlich ging das effizienter, indem wir nämlich einfach jetzt schon mit der Kondor hier hinten dran eigentlich sehen könnten. Nur wie gesagt, also mit dem Same werden wir das wohl nicht hinkriegen mit dem kleinen Traktor. Das ist dann etwas ungünstig. Nun gut, dann müssen wir halt mal schauen, wie wir das am besten hinkriegen. Weil dann da mit den Traktoren hin und her rangieren ist eigentlich auch ein bisschen ungünstig, weil eigentlich fehlt uns eine Maschine, ganz banal gesagt. Und da wäre jetzt höchstens die Überlegung, ob wir noch um so einen günstigen Ursus holen. Das muss ja nicht so ein riesen Geschäftsschimmel sein, da so ein Amtsschimmel, sondern da reicht ja so ein normales kleines Zugpferdchen. Denke mal, so einer mit 130, 140 PS sollte unter 80.000 Euro machbar sein. Also eigentlich nicht die Schwierigkeit. So, und da schauen wir jetzt mal schnell rein. Wir steigen aber mal ab, dass wir nicht das Knattern im Hintergrund haben. Bührer ist zwar schön, aber wie gesagt, der kostet ja einen Haufen an täglichen Unterhaltskosten. Das wollen wir nicht. So, jetzt gucken wir mal. 50 PS, 82, 110. Ja, der einzigste wäre das hier mit 74.000 Euro. Denn ich denke mal, der mit 110, der dürfte wieder ein bisschen schwach auf der Brust sein. Also bräuchten wir hier 74.000 Euro. So, das Problem ist aber, dass wir hier... Gut, wir könnten noch 75 aufnehmen, aber wir brauchen ja noch Geld zum Einsehen. Also das funktioniert so nicht. Haben wir leider keine Möglichkeit. So, jetzt wollte ich hier schon groß anfangen loszufahren, aber das bringt nichts, weil unser Mähdrescher ist voll. Und das hat jetzt erstmal Priorität, denn sobald der hier natürlich abgetankt ist, haben wir wieder einen Traktor frei erstmal. Dann müssen wir halt dann den benutzen. So, jetzt können wir hier weitermachen. Jo, aber nach der nächsten Ernte steht also definitiv hier nochmal ein neuer Traktor an. Na, wieso ruckelt das jetzt so? Wird es jetzt doch schon langsam wieder ein bisschen warm? Jo, jetzt geht's wieder. Ja, im Sommer ist das natürlich jetzt wieder ein bisschen kritisch mit den Temperaturen, weil so das richtig toll ausgeklügelte Kühlungssystem habe ich für meinen PC noch nicht. Da muss ich, glaube ich, noch ein bisschen was verbessern. Vielleicht noch einen stärkeren Lüfter reinbauen, der dann einfach die Luft im PC, die Warmluft rausschafft. So, hier gehen wir mal auf die übernächste Spur. Das ist ein bisschen einfacher. So, und hier haben wir jetzt also, ich denke mal, in dem Feld kriegen wir definitiv den zweiten Ladewagen mit Stroh voll. Das ist schon mal richtig gut. 60% haben wir jetzt schon, das ist wow. Kommt auch wieder ein paar Euro rein. Vor allem, ich will ja eigentlich auch von unserem Kredit mal ein bisschen runter. Und ja, da wir sind natürlich jetzt so ein bisschen in der Gefahr, wir haben ein bisschen Geld zur Verfügung über unseren Kredit. Können natürlich viel erweitern, aber ja, ich denke mal, wir müssen dann schon die nächste Ernte nochmal abwarten. Und dann haben wir ja wieder Geld von der BGA, da kommt ja auch dann bisschen wieder rein. Plus das, was hier dann von der Ernte noch abfällt. Wobei, da müssen wir halt mal gucken, wie es dann auch mit dem Preis aussieht. Denn im Moment ist der Preis bei 6,68. Aber wir wissen ja, die Mühle bringt am meisten. Sind 720. Nur der Preis bleibt ja im Moment noch gleich, weil wir ja, ja nicht viel Zeitbewegung haben, sag ich mal. Wäre natürlich traumhaft, wenn es dann am Schluss unserer Ernte sozusagen dann nochmal eine ja, große Nachfrage gibt, dann könnte man richtig zuschlagen. Aber auch so können wir uns eigentlich nicht beschweren. Also wir haben jetzt oben zwei Felder für Körnermais, wo wir natürlich mit dem Big X wunderbar arbeiten können. So, hier bleiben wir gleich stehen, denn wir müssen erstmal unseren Mähdrescher abtanken. Der wird zwar, glaube ich, gerade unten nur drehen, aber ist ja dann trotzdem gleich voll. Ja. Steht natürlich jetzt am anderen Ende der Welt, sozusagen. Eieiei, ist ein ganz schönes Stückel. Aber gut, in der Zeit können wir ja dann
unten das Stroh wieder auffüllen. Der kann ja schön da stehen bleiben, der Anhänger. Stört ja dann nicht. So, und noch ein bisschen Stopp. So, das ist gut. Jetzt war doch da irgendwo noch ein... Genau. Musste ich jetzt rechts oder links? Hilfe? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich mach mal die Linkskurve. Wow, ja, Solaris und sein Schadensmodell. Ja gut, also das wäre jetzt fast in die Besagte gegangen, aber das, na gut, wäre ja nicht eure geworden, ne? Nun gut, also das verkaufen wir natürlich jetzt auch gleich noch hier unten. Da kriegen wir ja auch noch ein paar Euros rein wieder. Müsste man eigentlich auch mal schauen, würde mich ja mal interessieren, was wir da jetzt definitiv an Einnahmen kriegen. Gucken wir mal, also voll kriegen wir es ja definitiv. Das steht fest. So, machen wir die weite Kurve. Denn komplett leer kriegen wir es sowieso nicht, ohne dass wir noch einmal verkaufen müssen. Dann ist auch wurscht, ob wir jetzt mit der ersten oder mit der letzten Reihe anfangen. So, 92%, 93% sogar. Ja, das heißt also auf dem Rückwirk. Auf dem Rückweg wird dann unser Hänger voll sein, dass wir also nochmal schnell zu unserem Heustadel fahren, das Ganze abtanken. Aber das macht schon Spaß mit dem Deutz, der ist ja schon ganz andere Leistungskategorie als das, was wir vorher so hatten. Wenn die nur halt nicht immer so sauteuer wären, auf Deutsch gesagt. Weil das heizt ja schon, oder haut ja schon ganz schön rein, das schlägt gut zu Buch, die Preise. Wenn man überlegt, so ein richtig großer, der liegt irgendwas um die 250.000 Euro für einen Traktor. Da muss man natürlich schon überlegen, dass man den vielseitig einsetzt, denn es ist jetzt dann nicht so ein Ding, wo man sich an jede Ecke einsetzen kann. Also einen hinstellen kann, so rum. So, aber jetzt schauen wir erstmal, dass wir ein bisschen Geld wieder in die Kasse kriegen. Können wir auch gleich mal Licht anmachen, dann ist unsere Scheune auch ein bisschen erleuchtet. So. 1962. Mal gucken, was die 44.000 wieder bringen. Naja, das sieht schon mal ganz gut aus. Wir sind jetzt schon gleich bei 2.000. Tja. Also man kann sagen, 1.000 Euro circa pro 10.000 Liter Stroh. Ja, auch besser als nichts, würde ich mal behaupten. Ja. Geht. So, und schon haben wir wieder ein bisschen Kleingeld in der Tasche und schon ruckelt wieder die Grafikkarte. Also ich glaube, ich werde dann doch eher mal die Videos morgens aufnehmen. Zumal ich das Problem habe, dass ich in der Dachgeschosswohnung lebe. Die natürlich ja doch sehr dazu neigt, öfters sich bei voller Sonneneinstrahlung ein wenig aufzuheizen. Thermometer sagt im Moment 33 Grad bei mir in der Wohnung. Und da hat natürlich auch der Lüfter nicht viel Frischluft, die er da austauschen kann im PC-Gehäuse. Aber was wollen wir uns beschweren? Wir wollten den Sommer, jetzt haben wir den Sommer, also gut ist. Nee. Sodele. Ja, hier füllt sich auch unser Anhänger wieder deutlich. Da kommen wir jetzt endlich auch so weit, dass wir bald die nächste Fuhre runterbringen können. So, aber wir wollen ja natürlich das Feld noch nach Möglichkeit fertig kriegen. Das heißt, so gesehen, einmal runter, einmal hoch. Ja, aber nicht mit Gras, sondern bitte mit Stroh. Jawohl, so funktioniert das wunderbar. Dann können wir nämlich gleich oben am großen Feld weitermachen. Und, tja, also wie gesagt, beim nächsten Mal müssen wir auf alle Fälle mal gucken, also nach der nächsten Ernte, dass wir uns dann noch einen Traktor holen. Da kann das ja ruhig so ein günstiger kleiner Ursus sein, muss ja kein Riesen... Monstervieh sein, den wir hier unten dann zum Einsehen benutzen. Auf der anderen Seite, so oft haben wir ja hier auch jetzt nicht was mit Stroh hinten dran. Also ich denke mal, vielleicht können wir da auch noch ein bisschen warten und erstmal einen Kredit weiter runterzahlen wieder. Steht ja auch als größere Anschaffung noch der Big M ins Haus, das große Mähwerk. Da wollten wir ja auch nochmal gucken. Aber nun gut, das ist dann was, wo wir uns in der nächsten Folge nochmal Gedanken machen können drüber. So, das ist schon mal soweit durch. Jetzt können wir noch ein bisschen mit Vollgas schon mal da hochfahren. Die zwei Felder sind durch. Was wir auch mal versuchen könnten, einfach mal aus Spaß, ob das hinhaut,
Wir hängen da mal den kleinen Samentraktor vor die große Condor. Das sieht zwar wahrscheinlich irre witzig aus, aber wir probieren mal, ob das funktioniert. Dann hätten wir sogar noch einen Traktor in Anführungszeichen gespart. Falls das nicht hinhaut, können wir natürlich auch sagen, wir verkaufen den kleinen Same. Da haben wir ja auch noch mal ein paar Euro dann als Anzahlung sozusagen. Und holen uns dann doch noch einen Ursus, der dann für den Bereich Düngen und Einsatz zuständig ist. Das können wir auch mal gucken. Ja, das wäre eigentlich eine Idee. Kommt, wir versuchen es mal. Wir nehmen mal den Same. Den Argon 3. So. Den Kippfreudigen, den ich ja eigentlich überhaupt nicht mag. Jetzt muss ich aber erstmal schauen, wo wir überhaupt hin müssen. Da müssen wir hin. Das wird jetzt eine Gaudi. Puh. Das schaut aus, als ob es ein bisschen zu groß dafür wäre. Aber der lässt sich sogar andocken. Und fahren auch. Ich krieg's ja nicht hin. Tatsächlich. Wir können das Ding fahren. Da ist die Kondo so leichtgängig, dass wir also mit dem fahren können. Natürlich nicht in Höchstgeschwindigkeit, das ist klar. So, und jetzt Überlegung. Was pflanzen wir an? Gut, mit Stroh hatten wir jetzt eigentlich genug. Gehen wir dann doch wieder auf den Raps. Bereiten das jetzt mal vor für die nächste Runde. Aber tatsächlich, wir können mit dem Traktor einsehen. Ist ja irre. Hätte ich jetzt so nicht gedacht, dass er das schafft, aber gut. Jo, ist machbar. Hat er kein Problem. Also der Kleine ist ein richtiges Kraftpaket. Das ist irre. So. Haben wir das? So, so, so lassen wir ihn stehen. Genau fürs nächste Mal. So, das ist auch schön, dass der da im Weg steht, weil dann schmeißen wir hier gleich den Helfer raus und machen da in der nächsten Folge weiter, indem wir hier gucken, dass wir mit der Ernte vorankommen und schon mal anfangen, wieder einzusehen und ja, weiter Stroh einzusammeln. Also es geht langsam richtig in die Vollen. Von daher freue ich mich, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Sag aber jetzt erstmal für heute danke fürs Zuschauen. Bis morgen, Servus und Tschüss.